Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Assassin's Creed und machen mal hier das Weltereignis, das heißt Reap. Oh, ich hoffe ich sterbe nicht, das ist sehr tief. Das ist... Hat so nicht funktioniert, deswegen versuchen wir es gerne noch einmal. War doch etwas tief, hatte ich so nicht mit dem Blick. Na gut, auf ein neues. Klettern wir jetzt hier runter? Ach komm, machen wir. So, das können wir uns trauen. Was war das denn? So, da sind wir. Zerquetscht. Was für eine unschöne Art zu sterben. Er hat nicht viel gespürt. Okay, und jetzt? Okay. Ich habe das mal durchgelesen und wir reisen mal in die kleine Stadt da vorne. Oder reiten hin. Da... Dort keinen Schnellreisepunkt gibt, müssen wir das Ganze so erledigen. Und danach würde ich meinen, reisen wir da vielleicht nicht hoch. Reisen wir mal ganz nach Norden zum nördlichsten Punkt, den es hier gibt und entdecken da mal den, ich weiß nicht, ob es der letzte ist oder auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Den zu synchronisieren. Komme ich hier hoch? Das sollte passen. So. Ist was? Keine Ahnung, wie ich da unten hinkomme. Vielleicht gibt es ja hier was. Auf den ersten Blick nicht. Das Gesuche, die haben das ein oder andere auch sehr gut versteckt. Wer bist du? Nichts hätte ich lieber. Ach so. Als an deiner Seite, solltest du deine Meinung ändern, bin ich hier. Na klar, mach mal. Du siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Hier geht's raus. So richtig will es nicht klappen. So Mist. Verkauf. Wo ist dein Mann? Wieder angeln?
Soul-Sicher. Das sagt er, aber ich befürchte, das Einzige, was er angelt, sind noch mehr Spielschulden. Vielleicht sollte ich ihn doch rauswerfen. Ohne diesen Strolch bist du besser dran. Mein Mann sollte längst zurück sein. Der Tölpel macht mir nichts als Sorgen. Er angelt meist an der Küste von Skadaborg unter den Turmruinen, oder? Das ist so dumm. Die Klippen sind so steil. Wer klug sein will, muss weit wandern. Vielleicht ist unter den Klippen von Skadaborg ein guter Ort zum Angeln. Bist du die Frau des Mannes, der unter den Klippen angelt? Mein Mann angelt dort, ja. Und ich verkaufe seinen Fang. Hast du Lust auf etwas guten, frischen Fisch? Ich habe deinen Mann gefunden. Und? Wo ist der Hund? Betrunken in fremden Betten? Schulden abarbeiten? Er ist leider tot. Er wurde mit einem Fels erschlagen. Man wollte ihn ausrauben. Nein! Warum? Dieser süße Tölpel lässt mich mittellos zurück. Hier, nimm diesen Ring. Ich fand ihn bei ihm. Er gehört rechtmäßig dir. Der Ring seiner Mutter. Dieser Narb. Dieser verdammte süße Narb. Danke, Fremde. Wenigstens bleibt mir das. Heiraten sollte ich. Doch durch die Hochzeit bin ich nur eine verarmte Witwe, die kaum einen Fisch zu verkaufen hat. Dieser liebestolle Narb. Okay. Ich hatte ihn vor diesen Klippen gewarnt. Wir gehen mal weiter, sonst wären wir nie fertig. Und gerne mal da hoch. Ist noch ein Stückchen weit. Aber machen wir noch und ich bin gespannt, wie schön die Aussicht hier ist. Wir machen hier noch das eine. Nehmen wir das Pferd, dann ist das ein Tick schneller. Loki, ich beschwöre dich. Nein, ich verlange. Schicke mir einen Holmgang-Kämpfer, um meine Stärke zu prüfen. Ich warte auf deinen Kämpfer, Hase Loki. Schicke ihn mir ins Feld, um sich mir zu... Ja, ich war bereit und bin es noch. Fäuste hoch. Okay. Du gehörst Odin. Oh. Deine Einleitung. Na toll. Konnten wir zum Glück gut ausweichen. Und geschafft. Gib auf. Und was hat Hase Loki dir versprochen? Reichtum? Ruhm? Ehre? Der Hase hat nichts gesagt. Du könntest viel von ihm lernen. Okay. Weiter geht's. Wir holen uns das hier. Und dann machen wir uns hier hin. Ich hau dich gleich in zwei. Ach, hör drauf. Das schaffst du gar nicht. Schöne verschneite Landschaft. Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. So, okay. Wie komme ich da hoch? Ist hier ein Baum, der... Sehe ich leider nicht.
So. Ist es hier besser? Nee. Hochklettern. Oh, da stand was. Ich glaube, das sollte ich nicht essen. Das hier könnte was werden, wobei ist auch ein Stückchen weit weg. Glück haben wir jetzt einen Schlüssel gefunden, sonst würde das Ganze doch ein bisschen doof werden. Das hier könnte einigermaßen hinhauen. Aus irgendeinem Grund bin ich da an dem Baum ganz interessiert. Dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Dann sieht das alles so nicht zielführend aus. Da hinten waren wir auch schon mal drauf. Das ist zu weit weg. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Dann können wir das aufschließen. Und dann sollten wir das zerstören können. Das nervt wieder ewig, dass das so lange dauert. Gefühlt müssen wir irgendwie noch ankommen. Ich suche aber einen Ast, der mir das möglich macht, auf den Baum zu klettern. Momentan habe ich diesen noch nicht gefunden. Schade, schade, schade. Hier finde ich es ganz gut, aber will sie irgendwie nicht hochklettern. Wie sieht's mit dem Baum aus? Aber ich glaube auch nicht. Das ärgert mich gerade tierisch. Jetzt bin ich so lange hin und her gerannt und finde es nicht. Ganz gut auf diese Äste und danach hört es auch schon auf. Ich glaube, hier war ich gerade eben schon mal. So. Nervt gerade tierisch. Okay. Wir heben uns das auf und kommen dann nochmal wieder. Schade um die Zeit, die wir hier verbraucht haben. Mal sehen, wie tief das hier runter geht. Ja, da muss das Pferd nicht runterspringen. Ich möchte das unbedingt noch schaffen. Das machen wir dann noch nächstes Mal. Es sind ja auch noch drei andere Aufgaben, die wir da erledigen können. Von daher sind wir schnell wieder da.
Weiß gar nicht, ob wir dann alle haben oder ob da noch welche fehlen. Bestimmt sehr kalt. Sehr gut. Hier ist auch noch eine Mission. Dein Schlachtfeld? Es ist das Werk eines entfesselten Drängers. Eines verlorenen Drängers. Das bin ich. Abscheulich. Ich sollte die reine Luft nicht atmen dürfen. Drängier töten mit Ehre, ruhmreich, stolz. Waren diese Männer nicht unschuldig? Viele von ihnen waren es. Viele auch nicht. Ihr Blut rinnt nun gemeinsam und stinkt nach dem Eisen meiner Klinge. Welch ein Ende! Der gute Ragnar Lodbrok hat mich immer im Zaum gehalten und das Schiff meines Huger gerenkt. Ohne ihn bin ich verloren. Ich habe Angst vor mir selbst. Kein Fadenanstand ist noch in mir. Der Dränger, der ich einst war, ist nicht mehr. Kannst du mich von diesem Leid erlösen? Bitte! Dein Leben ist erfüllt von einem Schmerz, den kein Wehrgeld und keine Buße befrieden kann. Ja, du kennst meinen Schmerz. Und du siehst aus, als könntest du ihm ein Ende setzen. Bitte tu diesem unwürdigen Wesen einen letzten Gefallen. Verlorener Dränger, ich kämpfe und helfe dir wiederzufinden, was Ragnar dir gab. Kinder Lokis, nehmt mich zu euch! Gib Acht! Hier. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Geh zu deinem Gott. Brot uns Bein. Ach, schön. Mal wieder getroffen. Oh. Beule. Aufgespießt. Möge dieser Tod das erste Gute sein, das ich seit dem Tod meines Meisters verursachte. Odin heißt alle willkommen, solange sie lauter Krieg führen und schneller trinken als jene vor ihnen. Okay. Sehr gut. Einmal nach oben geklettert.
Geht's hier noch weiter? Oh, da ist noch eins. Sind da noch mehrere? Wir gehen erstmal nach oben. Wobei... Wir machen das am Tag. Sehr schön. Kann ich nie genug von kriegen. Mich würde es interessieren, ob es da noch mehr gibt. Da ist noch eins. Okay, dann wir laufen die Mauer entlang und brennen noch die ein oder andere Feuerschale an. Jetzt habe ich aber lange überlegt. Noch zwei mindestens. War ich gerade ein bisschen erschrocken. Ich habe nicht erkannt, dass das unser Pferd ist. Wir können dann zurückreisen und dementsprechend von dort aus weitergehen. Alternativ sind wir gefühlt bald wieder da, können wir auch das weitermachen. Na? Echt nicht? Doch, hat gepasst. Oh halt, da war ich jetzt ein Tick zu weit und zu schnell. Ist hier noch was? Lager da noch was, was wir brauchen? Ist eins. Sehr gut. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Pfeile gebrauchen. Oder? Nö, haben wir alle. Ich dachte, wir haben viel verwendet bei dem Kampf, aber anscheinend doch nicht.
Sehr gut. Warum habe ich die jetzt aufgehoben? Sind noch mindestens zwei. Aber die machen wir gleich noch. Geht's hier weiter? Ich meine nein. Also jetzt hier rechts lang. Wir dürfen dieser Mauer folgen. Brennt. Wir gucken natürlich noch gerne da hinten zu diesem Gebäude. Sind wir schon so weit gelaufen. Da können wir auch das letzte mitnehmen. Ich hoffe doch, dass es das letzte ist. Ich meine ja. So. Hier ist noch ein bisschen was, ansonsten nichts. Wir können eigentlich nach hier reisen, das suchen, dann das machen und das machen, uns dann freuen, dass wir es gefunden haben. Ansonsten nach hier reisen und das holen. Ja, haben also noch ein bisschen was zu tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.